Nicht nur dein Rücken würde es dir danken, auch dein Spiel wird sich verbessern. Eine gesunde Körperhaltung am Klavier ist unerlässlich für jeden Menschen, der gerne viel Zeit am Klavier verbringt. Thomas Forschbach hier von Werde Musiker und in diesem Video möchte ich dir kurz einige mögliche Fehlerquellen bei der Körperhaltung am Klavier vorstellen und natürlich auch, wie du dich am besten an deinem Klavier positionierst, dass du eine gesunde Körperhaltung hast und ja, dadurch wird sich, wie ich angekündigt habe, auch sogar dein Spiel verbessern, weil nämlich, wenn du entspannt sitzt, auch deine Finger, deine Arme genau das besser machen können, was du möchtest. Es gibt die witzigsten Körperhaltungen am Klavier und sogar viele professionelle Pianisten sitzen nicht immer gesund am Klavier. Okay, es sind alles Künstler. Ich glaube, es ist gut, wenn man zumindest weiß, wie man gesund sitzen kann, dass man sich das Ganze jederzeit ins Bewusstsein ruft. Eine typische Körperhaltung bei vielen Anfängern ist diese hier. Verkrampft vor allen Dingen im Schulterbereich. Also die Schultern sind hier ganz hochgezogen. Und klar, die Anspannung ist da, die Konzentration ist ganz woanders, aber das ist eine ganz typische Körperhaltung, ja, die bestimmt nicht gut ist. Und nicht nur der Rücken wird sich da bemerkbar machen, bestimmt auch der Nacken nach einer Zeit. Die Körperhaltung, die ich persönlich oft einnehme, weil ich einfach vertieft bin in meinem Spiel, aber natürlich ist sie auch nicht perfekt, ist sie die, ja, wo man fast mit dem Kopf auf der Tastatur hängt. Ja, am liebsten wäre ich da natürlich in den Tasten drin oder in der Musik drin, aber natürlich ist auch das nicht für den Rücken die beste Wahl. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich bei sehr vielen Fällen sehr weit vorne sitze am Stuhl. Hier eine Version, wo ich sehr weit hinten sitze, auch eine typische Anfängerkörperhaltung, aber die geht richtig auf den Rücken. Was mag an dieser Haltung nicht so richtig stimmen? Also natürlich ist es schon nicht der ideale Stuhl, wobei man auch auf diesem Stuhl besser sitzen kann. Hier ist es ganz klar, die Stuhlhöhe, der Stuhl ist viel zu tief, die Arme kommen von unten und auch wie tief ich hier in diesem Stuhl drin sitze, ist nicht die beste Wahl. Wie sollte jetzt also die perfekte Körperhaltung aussehen? Es fängt an bei der richtigen Wahl des Stuhls bzw. hier einer solchen Klavierbank. Ja, das ist ein sehr einfaches Modell, kostet ungefähr 50 Euro. Die gibt es in allen Preisklassen, die können auch 300 Euro kosten. Das ist ein sehr einfaches Modell, tut aber seinen Zweck. Hier höhenverstellbar und zwar, wenn ich jetzt hier viel dran drehe, bewegt die sich nur minimal auf und ab, weil wir halt tatsächlich auch sehr genau jetzt hier arbeiten. So, ich probiere das erstmal aus, ich muss mich jetzt mal hier draufsetzen. Und zwar setze ich mich auf meine Klavierbank vorne. Schau mal, ich sitze nicht hinten drauf, ich sitze hier auf der Kante. Mein Gewicht hinten auf dem Steißbein, ja, also Rücken gerade ist klar, aber nicht so. So habe ich ein Hohlkreuz, schön gerade, dass die Wirbelsäule gerade ist und ja, ich habe hier immer als Gedanken mein Steißbein hinten. Ne? Nämlich, pass auf, so ist keine Spannung drin und zack, so sitze ich hier hinten auf dem Steißbein drauf. So, das reicht schon. Ja? So ist der Rücken schön gerade, entspannt. Wenn das für dich unangenehm ist, wenn das für dich anstrengend ist, dann liegt es ganz einfach daran, dass du diese Körperhaltung nicht gewöhnt bist. Ja? Deswegen, das muss natürlich trainiert werden. Ja? Das heißt, die Muskeln sind vielleicht nicht so ausgelegt, dass du angenehm gesund so sitzen kannst. So, im Idealfall ist halt die Bank jetzt, ich habe es noch nicht genau ausprobiert, in der Höhe, dass du, also erstmal Körpermitte ist hier, auf Höhe des mittleren Zehs, das ist das mittlere Zeh. Hier ist mein Bauchnabel, ungefähr hier ist das. Ich sitze also, egal wie meine Tastatur, egal wie breit meine Tastatur ist, ich sitze genau in der Mitte. Beine weder so noch so, sondern ungefähr im rechten Winkel hier. Dass der rechte Fuß kann so in Pedalnähe sein natürlich. Ja, dass er hier drauf kommen kann. So, ich sitze vorne, Rücken gerade und hier sollte ein 90-Grad-Winkel sein.
Ja, ungefähr. Also das heißt, ich müsste noch einen Tick nach vorne. Ja, also übrigens, das ist okay, wenn es ein bisschen weiter noch nach vorne geht. Aber hier, ungefähr 90 Grad Winkel. Und jetzt wird es ganz wichtig, wenn deine Hände so sind, als würden jetzt hier zum Beispiel einen Apfel greifen. Ne? Stell dir vor, du greifst einen Apfel. Hier ist kein Apfel mehr drin. Also ungefähr so. Wenn du sie so auf die Tasten legst, ist ganz wichtig, dass hier Unterarm und Hand eine gerade Linie bilden. Nicht so und auch nicht so. Ja? Wenn man zu tief sitzt, dann sind die Hände so. Wenn man zu hoch sitzt, dann sind sie so. Nein, es sollte eine gerade Linie sein. So, und ich glaube, der Stuhl hat auch schon tatsächlich ungefähr die richtige Höhe. Das werde ich erst sehen, wenn ich Folgendes mache. Und den Tipp gibt es jetzt. Zugegeben, ist es ein bisschen technischer Aufwand erforderlich, aber auch kein riesiger. Nämlich alles, was du letztendlich brauchst, ist zum Beispiel dein Smartphone oder ein iPad. Oder ja, vielleicht hast du auch eine kleine Videokamera. Oder vielleicht hast du einfach einen Bekannten, einen Freund, den du kurz, Verwandten, den du kurz bitten kannst, dass er dir Rückmeldung gibt. Wie sitzt du gerade am Klavier? Ja, also, und zwar ist die Sache ganz einfach. Wenn du übst, film dich, lass dich beobachten und schau dir das anschließend an. Und dann hast du nämlich auf der einen Seite das Gefühl, selbst erfahren am Klavier, wie fühlt es sich an, wenn man, wie fühlt es sich an, wenn du so sitzt und wie sah das aus? Ne? Und wenn du irgendwann mal bewusst drauf achtest, wie es dann richtig ist, und dir anschließend die Bilder anschaust, und du siehst, nee, das ist irgendwie doch noch nicht richtig, dann weißt du, dass du es noch verbessern kannst. Also, natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass du das Ganze einmal kontrollierst. Und das geht natürlich ganz einfach, indem du dich einfach filmst oder einen Bekannten drum bittest, sich einfach mal 10 Minuten dazu zu setzen und drauf zu achten. Hol dir diese Herangehensweise ständig in den Kopf. Ich verspreche dir, es lohnt sich, auf eine gute Körperhaltung zu achten. Ich bin da nicht hundertprozentig, ich habe oft genug eine nicht perfekte Haltung, aber ich habe es auch schon oft genug an meinem eigenen Körper dann erfahren, gerade wenn ich viel Zeit am Klavier verbringe, und das mache ich sehr gerne, dass es dann sich auszahlt, wenn man dann doch eine gesunde Körperhaltung einnimmt. Wie ist deine Meinung? Was hast du für Erfahrungen? Was hast du vielleicht für Ideen? Lass es mich wissen in Form eines Kommentars. Mehr zum Thema Körperhaltung gibt es auch in meinem Complete-Kurs. Wenn du ihn hast, schau doch auch da nochmal vorbei. Ja, ansonsten dir noch einen schönen Sonntag. Bis bald.